Ja, Internet, Alexander hier. Sehr cool, dass ihr da seid. Und ich habe eine sehr, sehr coole Zuschauerfrage bekommen, nämlich: Hey, Alexander, was hältst du von Zitaten und was sind deine Lieblingszitate? Und ich finde die Frage echt cool, denn das hat mir bisher noch keiner gestellt. Und da will ich erstmal was erzählen, denn vor 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich von Zitaten, um echt zu sein, nicht viel gehalten. Denn man sieht gerne mal auf Facebook oder auf solchen kleinen motivierenden Bildchen mal eben ein Zitat, was auch was Cooles aussagt und wie inspirierend ist, motivierend. Man denkt sich, ah, ist cool. Aber ich habe mir auch immer gedacht, wo ist der Sinn dahinter, weil morgen habe ich das eh wieder vergessen. Hat sich bei mir sehr geändert, denn ich habe circa vor einem Jahr oder 1,5 Jahren angefangen, wirklich Zitate zu sammeln. Von großen Denkern, großen Menschen, Persönlichkeiten. Zitate, die sehr zu mir sprechen. Warum? Ganz einfach. Wir alle haben bestimmte Werte, bestimmte Emotionen, bestimmte Visionen, die wir in unserem Kopf haben wollen. Nehmen wir an, einen bestimmten Gefühlszustand. Und es ist nicht immer leicht, den in sich selber zu wecken. Sich wirklich auf dieses Gefühl oder diese Vision oder diese Werte zu konzentrieren. Was allerdings Zitate schaffen, sind in kurzen, knappen Worten dieses Gefühl in uns wach werden zu lassen. Und das hat mir extrem geholfen. Es gibt auch Zitate, die ich mir wirklich jeden Tag durchlese, um mich an bestimmte Sachen zu erinnern. Sei es irgendwie, dass ich nicht darauf achten sollte, was andere von mir denken, dass es Geduld braucht, um seine Ziele zu erreichen, dass man regelmäßig arbeiten muss, um seine Ziele zu erreichen, dass man auf seinen Körper achten sollte. Das sind alles sehr, sehr viele Zitate. Und ohne jetzt weiter darüber zu quatschen, deshalb habe ich auch mein Handy in der Hand, will ich euch ein paar meiner Lieblingszitate vorlesen. Sagen, was der Wert davon für mich ist und vielleicht euch auch ein bisschen inspirieren, selber noch Zitate zu finden oder vielleicht auch ein, zwei von denen zu übernehmen. Schon mal vorweg, ich werde euch die Zitate hier auf Englisch vorlesen, weil ich so ziemlich, es klingt komisch, aber fast immer auf Englisch denke und auch auf Englisch schreibe. Aber ich werde euch die hier nochmal in Deutsch einblenden, dass ihr auch wisst, von wem sie sind und wie genau die Zitate auf Deutsch übersetzt sind. Nummer 1 ist von Konfuzius. Und er sagt, it does not matter how slow you go, as long as you don't stop. Und was sagt das Zitat aus? Eigentlich recht simpel, Babyschritte. Es spielt absolut keine Rolle, wie kleine Schritte wir machen, solange wir dranbleiben. Egal wie groß das Projekt ist, in dem wir gerade arbeiten, wie groß unsere Ziele sind, wie weit in der Zukunft die zu sein scheinen oder wie schwer es zu sein scheint, diese zu erreichen. Wenn wir jeden Tag die kleinen Schritte in deren Richtung machen, ist es eigentlich unumgehbar, dass wir diese Ziele erreichen. Und falls ich mal einen Tag habe, wo es extrem schwer ist, mich daran zu erinnern, dann hilft mir dieses Zitat sehr. Ich mir denke, hey, Alex, du musst heute nicht 12 Stunden am Stück arbeiten. Du musst nicht 12 Sachen auf einmal schaffen. Hauptsache, du investierst deine Zeit da rein. Egal, wie gut es jetzt war, ob du mega konzentriert warst oder mega unkonzentriert an einem schlechten Tag. Hauptsache, du machst Fortschritt. Es gibt Tage, wo man Sprünge macht und es gibt Tage, an denen macht man nur ganz, ganz kleine Schritte. Und dieses Zitat hilft mir dabei sehr. Dann von Einstein ein Zitat, wenn mein Handy mitspielen würde. So. I have no special talents, I am only passionately curious. Das heißt, er ist sehr, sehr neugierig. Und für mich hat das Wort Neugier extrem viele Implikationen. Ich liebe dieses Wort, die Gier nach was Neuem. Und ich bin jemand, der extrem neugierig ist. Denn es bringt mich dazu, neue Sachen auszuchecken, sei es irgendwie ein neues Buch, ein neuer Kurs, eine neue Person, mit der ich abhängen will, ein neues Abenteuer, auf das ich mich begebe, ein neues Projekt, das ich anfange. Neugier ist unglaublich wichtig. Und ich habe mal noch ein anderes Zitat gehört, ich weiß nicht, ob es ich weiß gar nicht, von wem es ist, ich habe es irgendwann mal aufgeschnappt. Geh durch die Welt mit dem Verstand eines Erwachsenen und der Neugier eines Kindes. Und ich finde dieses Zitat unglaublich schön, denn es bringt dich dazu, logisch, rational zu denken, hey ja, ich bin ein Erwachsener, ich sollte keine dummen Entscheidungen treffen wie ein Kind, was noch nicht weiß, was es tut. Ein 2-jähriges Kind weiß vielleicht nicht, was es tut, wenn es die Hand auf die heiße Herdplatte legt. Ich bin erwachsen. Ich weiß in vieler Hinsicht schon, was ich möchte, was gut für mich ist und was nicht. Aber ich darf mir niemals diese kindliche Neugier nehmen, denn das bringt mich dazu, neue Sachen auszuprobieren, mich weiterzubilden und zu schauen, hey, wo gehe ich im Leben hin? Plus, welche der coolsten Abenteuer in meinem Leben sind dadurch entstanden? Wenn ich mir gedacht habe, boah, nee, ich weiß nicht, ob ich das machen will, das war mein erster Gedanke, erinnere ich mich an dieses Zitat und denke mir, ich bin neugierig, was so passiert, wenn ich das mache. Und dadurch habe ich wirklich coole Abenteuer erlebt. Deshalb will ich euch dieses zweite Lieblingszitat mitgeben. Cool. Das dritte ist ebenfalls von Einstein, naja, weil irgendwie offensichtlich, dass der häufiger hier nun vorkommt, ist, it is not that I'm so smart, it's that I stay at problems longer. Und
Das ist ein Konzept, womit ich häufig zu kämpfen habe, denn es zeigt ja im Prinzip, für mich zumindest, zeigt es in die Richtung der Geduld. Egal wie groß das Problem ist oder wie klein das Problem ist, mit dem ihr zu kämpfen habt, oder wie groß das Projekt ist oder wie klein das Projekt ist, mit dem ihr euch gerade beschäftigt, es wird dauern, die Lösung dafür zu finden. Nur, solange ihr dran bleibt, wird irgendwann eine Lösung kommen. Solange ihr euch weiterbildet, ne, denkt an die Neugier, und wirklich Wochen, Monate, Jahre an der Lösung einer Sache oder an der eigenen Entwicklung dran bleibt, wird euer Kopf irgendwann mit der Lösung des Problems, ja, aufkommen. Und ich muss gestehen, dieses Zitat benutze ich sehr häufig, weil ich bin jemand, leider manchmal gerne sehr ungeduldig ist. Ach, wen belüge ich? Was heißt manchmal? Ich bin ein ungeduldiger Mensch, leider. Damit habe ich immer noch zu kämpfen, und dieses Zitat hilft mir dabei extrem. So, was haben wir noch? Von Sun Tzu: Opportunities multiply as they are seized. Und das ist für mich ein wichtiges Zitat, weil ich schon mal ganz gern jemand bin, der irgendwie sich gern mal in seiner Komfortzone aufhält. Wir alle sind Menschen, und manchmal braucht es einen kleinen Schubs, uns aus der Komfortzone zu bringen. Und ganz ehrlich, dieses Zitat hilft dabei extrem. Denn ich habe mir seitdem eine Frage gestellt: Wenn denn sich eine neue Möglichkeit für mich ergibt oder irgendein Termin, wo ich mir denke, will ich das machen? Ich denke mir, ja, mach es, denn wenn du die Möglichkeit nimmst, kann es sein, dass sich daraus sehr viele andere Möglichkeiten ergeben, die dich ebenfalls weiterbringen. Und das hat sich in der Vergangenheit eigentlich immer als wahr erwiesen. Und seitdem stelle ich mir immer eine Frage: Okay, ich bin jetzt nicht wirklich überzeugt von der Sache, vielleicht will ich es machen, vielleicht nicht, aber passt die Sache in meinen Terminkalender? Wenn sie in den Terminkalender passt, ja, dann werde ich es machen. Dann ist es besser, die Sache zu machen und im Endeffekt zu sagen, ganz ehrlich, es war scheiße, hat mir nicht gefallen, war nicht cool. Es ist besser, dass es so endet, als dass man es gar nicht erst ausprobiert. Denn dann hat man immer noch eine Lektion gelernt von wegen, okay, ich weiß, die Sache ist nicht für mich. Aber es ist besser, als zu Hause zu sitzen und eine Möglichkeit gar nicht wahrzunehmen. Also nutzt jede Möglichkeit für euch, egal in welchem Bereich, sei es Karriere, Freizeit, nutzt Möglichkeiten für euch, wenn sich eine gute ergibt, denn die könnt ihr mit der Zeit multiplizieren. So, was haben wir denn hier noch? The approval of such men who do not even stand well in their own eyes has no value for him. Und das ist von Marcus Aurelius, und das ist im Prinzip nichts anderes als die I don't give a fuck Einstellung. Sprich, viele Leute damit zu kämpfen, habe ich in der Vergangenheit auch, habe ich auch heute immer noch ein bisschen, dass man sich viel darüber Gedanken macht, was andere Leute von einem denken. Obwohl man gar nicht wirklich realisiert, okay, die meisten Leute interessieren sich Nummer eins erstmal gar nicht für dich, in den seltensten Fällen. Und Nummer zwei, die meisten Leute haben nicht mal ein gutes Selbstbild. Und warum sollte man also so viel Wert darauf legen? Es kommt allerdings darauf an, ich habe es kultiviert, weniger darauf zu achten, was andere Leute von mir denken. Man wird es nie komplett loswerden, das wissen wir. Aber es gibt eine Sache, wo man sehr darauf achten sollte, was Personen von einem denken, nämlich bei engen Freunden. Engen Freunden und natürlich auch meine Zuschauer. Danke, dass ihr da seid. Da sollte ich in meinem Fall natürlich darauf achten, was ihr von mir denkt. Wenn ihr sagt, ey, Digga, du lieferst gerade nur beschissenen Content, ändert das mal. Wenn ich mir dann sage, nein, achte ich nicht drauf, das wäre dumm. Das heißt, das Zitat sagt ein bisschen aus: Achtet nicht darauf, was viele andere Leute von euch denken, aber achtet darauf, was das enge Umfeld von euch denkt. Denn euer enges Umfeld ist extrem wichtig. So mache ich zumindest. Ich achte sehr darauf, was Freunde von mir denken und meine Zuschauer. Aber alles andere, wenn ich merke, warum interessiert mich eigentlich, was die Person von mir denkt, die ich gerade kurz gesehen habe, mit der wir 2 Minuten gequatscht haben und wir sehen uns nie wieder. Dann denke ich an dieses Zitat, und vielleicht hilft euch das Ganze auch weiter. So, ich glaube, eins habe ich noch, wenn mein Handy mitspielen würde. Es geht immer sehr schnell aus. Schade eigentlich. So, machen wir das Letzte. Und zwar, das ist eins der wenigen, was ich auf Deutsch hier drin habe. Interessanterweise von Winston Churchill. Und das schreibe ich natürlich auf Deutsch auf. Super gemacht, Alex. Und zwar: Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance. Was sagt es im Prinzip? Bildung, 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 Bildung. Heißt, lest Bücher, arbeitet Kurse durch. Und wichtiger, holt euch Mentoren. Leute, die euch ein paar Jahre voraus sind und euch sagen können: Hör mal, wenn du an der Kreuzung bist, mach den Fehler nicht. Den habe ich nämlich gemacht, den haben auch viele vor mir gemacht. Geh lieber in die Richtung. Und es ist cool, Fehler selber zu machen, auf jeden Fall. Aber warum sollte man alle Fehler selber machen, wenn es Leute gibt, die diese Fehler schon gemacht haben und die einfach sagen können, wenn du da bist, mach lieber das. Wie umgeht man das also? Bildung und Mentoren suchen. Beides unglaublich wichtig und eins meiner Lieblingszitate, wenn ich mal irgendwie einen Tag habe, wo ich mir denke, ja, warum soll ich auf die Person hören oder warum soll ich das Buch lesen? Dann kommt mir dieses Zitat in den Kopf.
Dann habe ich natürlich wie immer ein paar Aufgaben für euch, die ihr unten in die Kommentare schreibt. Und zwar Nummer 1. Mit welchem Konzept habt ihr wirklich Schwierigkeiten, euch das ins Gedächtnis zu rufen oder dieses Gefühl in eurem Körper wach zu halten? Vielleicht ist es die Dankbarkeit, vielleicht ist es Disziplin. Und da können euch ja, wie gerade gesagt, Zitate selber helfen. Welches Konzept ist also eine Sache, mit der ihr sehr zu kämpfen habt? Ich habe euch gerade gesagt, bei mir ist es häufig die Geduld. Und da hilft mir auch eins der Zitate sehr. Dann, was sind eure Lieblingszitate? Vielleicht habt ihr ein spezielles Zitat, wo euch sagt, Alex, das musst du kennen. Hier, das ist es. Interessiert mich mega. Schreibt es unten in die Kommentare. Und drittens, wofür werdet ihr Zitate jetzt in Zukunft mehr nutzen? Cool. Das ist meine kleine Aufgabe an euch heute. Schreibt das unten rein. Und dann würde ich sagen, letztes Video ist hier. Nächstes Video kommt die Tage. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal oder bei Facebook oder Twitter oder was auch immer. Und wenn ihr interessiert seid, mit mir zusammenzuarbeiten, da unten ist ein Link zum Coaching. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder auf Facebook, Twitter, Instagram. Who knows wo. Keine Ahnung. Wir sehen uns. Ciao.